Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd mit mir. In Wegmann und stehen geblieben waren wir hier. Schwimmen. Was könnte ich denn sagen? Ah ja. Vielleicht, nur eventuell. Ich sag nicht, dass es aufgefallen ist, aber eventuell ist es aufgefallen. Dass Adrian ein U-Boot geklaut hat. Unterwasserboot. Oder ein Unterboot. Ja. Welches unter Wasser schwimmt. Das bedeutet wiederum, dass wir mit dem normalen Surfer nicht unter Wasser kommen. Hallo? Ja, auf jeden Fall, also, wir können ihn noch gar nicht verfolgen. Deswegen werden wir unsere Reise jetzt fortsetzen. Was zwar von der Reihenfolge her, von der ethischen Reihenfolge, falsch ist. Aber uns bleibt nichts anderes übrig. So. Ich bin der Schatztaucher, ich bin der Typ in der Tiefsee, der in der Tiefsee taucht und nach Schätzen im Meer und am Meereskund sucht. Du hast keine Schätzung, wenn du Stücke findest, besonders Pokéstücke, tausche sie mit mir. Auf jeden Fall. Soweit ich weiß, gibt es sogar nur Pokéstücke. Ein Typ, zwei Typ, drei Typ. Und wir gehen einfach mal durch die Häuser. Hilfe des Drahtlosen. Hat ihn nicht vor. Mein kleiner Bruder liebt es, Geheimbasen zu finden und zu besuchen. Den Text kenne ich noch. Der Tropio ist Chapeau-Regel. Nicht lieben, nicht ab. Mein kann den aber Poker-Regel machen oder nicht? Der Fels oder Jürgen soll noch Glücksbringer, bla bla bla, ist mir egal. Hey, das Finger. Ja, Baumhaus City, ja. Auch wenn ich meinen Freund in Baumhaus City nicht sehen kann, mein Pokémon bringt mich in seine Briefe. Pio. Geht es dir gut, Eddie? Mir geht es fantastisch. Das hört man eventuell an meiner so aufgeregten Stimme. Ich habe mir sagen lassen, dass die Arena-Leiter von Mosbach sehr stark sind. Davon muss ich mich einfach selbst überzeugen. Aber in dieser Stadt geht irgendetwas Merkwürdiges vor. Die Leute reden über einen Brief mit einer Warnung und dem Raumfahrt. Aber ich glaube nicht, dass mich das von etwas angeht. Lauf, Scott, lauf! Es gibt nichts zu sehen. Und der Superangler, YPIA. Also auf zum Raumfahrtzentrum. Und da ist und das ist eine Ankündigung eines Diebstahls. Sehr geehrte Badegäste und natürlich die Belegschaft des Raumfahrtzentrums. Wie geht's euch? Wir hoffen gut. Schon bald werden wir euch einen Besuch abstatten, um euren Raketentreibstoff zu stehlen. Bitte versucht nicht, uns aufzuhalten. Wir nehmen für nur 9,99 den Treibstoff auf jeden Fall mit. Egal, was ihr unternehmt. Auf dass die Landmassen wachsen. Team Akku. Hast du die Bekanntmachung schon gelesen, Eddie? Magma will sich Raketentreibstoff unter den Nagel reißen. Ich weiß zwar nicht, wofür sie ihn brauchen, aber das können wir ihnen einfach nicht erlauben. Ich werde das Ganze hier noch eine Weile beobachten. Warum schaust du dich nicht einfach an der Zwischenzeit ein wenig im Haus um? Natürlich! Ich habe kein Leben. Dann macht man sowas. Netzball! Nun gehen wir ins Pokémon Center. Bam, 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 bam. Hol Subiris nach vorne. Und red mit unserem Kumpel. Na, wie geht's aus auf dem Weg zu Gen Lady? Die Arena-Leiter hier setzen Psychopokémon. Setzen Kaffee- oder Gift-Pokémon ein, werden diese großen Schaden nehmen. Und außerdem wirst du dich gegen eine außergewöhnliche Position von Attacken behaupten müssen. Wenn du gewinnen willst, musst du ihm beweisen, wie sehr du mit deinem Pokémon verbunden bist. Und nun los. Okay. Geht nicht.
Ich habe hier diesmal keine Lust auf Doppelkämpfe. Merkt euch den Satz gut. Ich habe keine Lust auf Doppelkämpfe. Ja, ihr habt richtig gehört. Ja, setzt Genesung ein. Das ist mir sowas von egal. So, Dolores. Los, again. Girafarik. David. Oder David. Und Samantha oder Samantha. Ich glaube, diesmal ist wirklich Samantha. Und Stromschlugfee. Samantha. Ja, meine Füße schlafen ein. Es ist recht unangenehm. Jedoch, man hält es aus. Ja. Fall. Ich habe Nathan besiegt. Nein, ich habe Doppelkampf angefangen. I'm such an idiot. So, und, so. Nein! Ah, ich wollte am Ende eh zum Poké Center nochmal. Aber das ist eindeutig die Arena von Vosiris. Ah, verdammt. Fehler. Muss ich ja. Jetzt zip, zip, zip. Und nochmal weg. Weil wir noch nicht ganz fertig sind. Oh Mann. Muss das denn immer sein? Und jetzt. Finte und. Noch so eine Attacke. So. Auf jeden Fall, ja. Jo, Hexe Jasmin und so, ne? Jochen! Ein Hoch auf Jochen! Ah! Drecksau! Ah, ich bin Jochen, ich fühle mich jetzt cool. Als Mauljochen so wetsch wie dich mag keiner. Ich weiß, es war ein bisschen hart. Ist doch eher witzig geworden. Julia! Oh, jetzt hab ich eine Flotte. War ich hier schon? Jo. Okay. Poké Center. Ah, ja. Ja. Jetzt muss ich die ganzen Flecken nochmal machen. Okay. Was das Lustige nun ist, ich habe gesagt, ich lehne Doppelkämpfe ab. Ah. Jedoch ist das hier ein ganz großer Doppelkampf. Hm?
Saskia und Ben. So hieß es. Mir ist der zweite Name schon klar. Bist du überrascht? Bist du überrascht? Dass es hier zwei Leute gibt? Wir sind Zwillinge. Wir brauchen nicht zu sprechen. Wir wissen, was der Amerikaner denkt. Nein, überhaupt. Creepy. Ich bin Ben, ich bin Svenja. Nein, andersrum, ich bin Svenja und ich bin Ben. Nach dem Ende von Zato. Das erste, was man hier in diesem Kampf macht, ist Lekumentas ausschalten. Ganz, ganz wichtig. Super wichtig. Weg mit Lepumentas. Etwas Wichtigeres gibt es in diesem Kampf gar nicht. Das sind nämlich die Hauptakteure. Und wenn aber schon ein Lepumentas Probleme macht, ja, dann ist diese. Ich werde Blizzard einsetzen und hier ein... Wo ist das? Wo hab ich so Hypertrank? Na, verdammt. Das hab ich kommen sehen. So, Beerus. Macht jetzt eine Flinte. Und du machst Zombies. Alles in Ordnung. Noch. Sonntag ist nicht so toll. Und das ist auch nicht so super. Und nochmal. Ja. So, dann war es nur noch Lunastein. Nun werde ich das Pokémon zu Nasknet wechseln. Und Zauberblatt mache ich weiter. Mit Nasknet werde ich Steinhagel machen und weiter ein Zauberblatt. Da ist das Problem. Lepumentas. Kann ja glücklicherweise noch Antikraft und Zauberblatt weiterhin. Antikraft, stopp, Antikraft und Pokémon zu Zubiris. Truppe ist erreicht Level 40. Ich mach mal weiter mit Antikraft. Nun werde ich Vitalkraut, den ich gefunden habe, auf Sumpex anwenden. Und eine Maronbeere auf Tropius. Weil das Problem bei diesem Kampf ist, die Gegner sind nicht viel höher als der Wertig. Das Problem bei diesem Kampf ist eindeutig, dass der Gegner eine Taktik besitzt. Das ist etwas ganz, so traurig es klingt, das ist ganz neu in diesem Spiel. In der Spielreihe, der Gegner hat eine Taktik. Ist okay, dann hat es halt nicht geklappt, so. Dann werde ich Flint einsetzen. Nicht Schild lässt nach, das ist sehr schön. Alleine hat er natürlich keine Chance. So. Ein schöner Kampf, muss ich jedoch zugeben. Was ist aber keine Zünden? Ja, wurde auseinandergerissen. Ach, das ist ja Svenja, okay. So sieht's aus, du hast gewonnen. Ja, da überreicht mir dies. Oder sind wir doch nur einer? Eddie hält die Mentalorden von Svenja und Ben. Ben.
den mentalen und erhöhten Spezialangriff und die Spezialverteidigung von Pokémon. Und du kannst damit die Form Taucher außerhalb eines Kampfes einsetzen. Es gibt eine Form namens Taucher. Oh mein Gott, das ist ein Platz für dich. TM04 erhalten. Gedankengut, TM04 enthält. Oh, falsch rum. TM04 enthält Gedankengut. Diese erhöhte Spezialangriff und erhöhte Spezialverteidigung einer Attacke, die perfekt für Psychisch-Pokémon ist. Natürlich. Aber ich habe sie nicht einzeln eingetragen. Zu zweit. So, meine Damen und Herren. Nach diesem wirklich mir sehr Gott. Nach diesem anstrengenden Part für mich geistig und ich habe wirklich alles abverlangt. Und jetzt habe ich auch mal erschreckt. Oh mein Gott, ich werde immer älter. Wir sehen uns morgen wieder bei Let's Play Pokémon Smaragd. Auf zum Raumfahrtzentrum. Bis dahin. Ciao.